Jo, da sind wir wieder. Was gab's bei dir heute zum Mittag, Andi? McDonald's. Boah, Krummel aber Schalmei. Und was genau? Ich habe ja bei uns zu Hause das Tor gestrichen und so, weil das dringend mal gemacht werden musste. Und einer muss es ja machen. Und, ich überlege, wo ich hin wollte und gleichzeitig im Reden bin. Warte, lass mich erstmal gerade so gucken, was ich alles mitnehme. Sag's mir! Ich weiß nicht, wo ich hin wollte. Und, dann haben ich und mein Dad, wenn meine Mom nicht da war, uns was bei Mc's geholt. Ich hatte ein Big Mac und ein McChicken und mein Vater genauso. Dein Vater ist McDonald's, ja? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und vor allen Dingen, mein Vater und ich, wo meine Mom nicht da war, meinte auch noch, das schmeckt mir manchmal schon besser als Gulasch. Cool. Ja. Ich mag das Gulasch. Ja, ich weiß. Du bist genau wie der Typ bei Earthbound, du willst auch meine Mutter flachlegen, gibst du? Nein. Du willst mich flachlegen. So, genug Gequatsche, wir gehen durch die Tür. Wollen haben? Okay, Katzi. Ich hab geschlafen. Die CD muss kurz booten. Jetzt aber Maul. Nein, noch kann ich. Und was ist das hier oben? Das da. Das ist ein Raccoon. Was ist das denn hier? True Blood? Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her. But I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Was der wohl jetzt macht? Was du gerade gemacht hast. Wieso? Katzin zu Ende, er sagt nichts. Ich höre kleine Geräusche. Ich weiß Bescheid. Nee. Ich habe nur einen Weg gefunden, meine Schmatzgeräusche auszublenden. Wie denn? Ich habe bei Skype mein Mikro runtergestellt. Ach so. Sonst machst du dich nur wieder drüber lustig. Ja, und lässt es schön eingeweicht, ja? Und lässt dich schön drin, nachher, wie ich dich kenne. Natürlich lass ich ja drin. Ja, und mit Anmerkungen am besten. Und hier hört man natürlich Crunch. Also ich eine Chance auslassen würde, mich über dich lustig zu machen. Ich bitte dich, wie lange kennen wir uns schon? Nimm das Buch! So, Schatz, worum geht's hier? Im zweiten Tagebuch der Sekretärin. Ich glaube, genauso wie ich an. Hiding all along. Das kannst du lesen? Ja, ein bisschen. Gut. Dann ist meine Webcam doch noch ein bisschen. Doch noch ein bisschen von guter Qualität. Egal, ihr werdet es ja nachlesen können. Wir haben keine Ahnung. Unwichtig. Wahrscheinlich über den Durchfall der Sekretärin oder so. Irgend so ein Sekretärin-Kram wie. Ich muss die Telefonnummer raussuchen. Njum! Wait. Let me go! Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Na dann. Leon, come in. I found the girl. And I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry.
Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Sherry, wait. Boah, ganz ehrlich. Wenn die Zombies schon so viel fressen, dann will ich nicht wissen, wie viel die Bosse fressen. Hm. Ich bin gespannt. Vor allem, da der erste Boss ja überhaupt nicht schlimm ist oder so. Nö, es ist Kaffeekränzchen, ne? Sitzt dann da und muss dann aussuchen, welche Brotsorte du haben möchtest. Und wenn du die falsch nimmst, dann bekommst du einen Rüffel und dann ist Ende. Hey, Sherry, du brauchst keine Angst haben. Ich hab jetzt eine riesige Armbrust in der Hand. Was, Sherry? Bum, 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 Sherry! Super Game One-Folge. Aber auch geil in den Cutscenes, ernsthaft. In den Cutscenes? Das ist wie Popcorn-Kino. Du am Fressen, ich am Fressen. Das ist ein richtig geiles Bild. Ja, ich will es bei mir hängen haben. Wo du Sherry getroffen hast, hast du da gehört, wie ich geknabbert habe? Ja, habe ich. Verdammt, ich habe schon noch total leise gestellt. Löschers! Nein, bist du behindert? Dieses Bild, ganz ehrlich, wer weiß, wie es heißt? Wer weiß, wie es heißt? Sagt es uns bitte, dass wir mich im Zimmer hängen haben. Und wer weiß, wie ich Chris therapieren kann, dass er nicht mehr so schmatzt. PN dann an die Wanne los. Irgendwann schmatze ich nicht im Schlaf. Okay, weiter. So, was steht jetzt hier drin? Hier ist eigentlich relativ viel über den Chief drin. Und dass er komische Neigungen hat. Also erstmal ist er ein Ausstopfer. Was, du hast komische Neigungen? Ja, weißt du doch. Der Ahornsirup wahrscheinlich war nicht ohne Grund da. Auf jeden Fall, um es kurz zusammenfassen, steht hier drin, dass er ein bisschen zwielichtig ist, der Polizeidetektor. Und Chris hat ihn ja auch schon verdächtigt, ne Chris? Und ja, er stopft halt aus und ist Jäger und man könnte annehmen, dass er sie geschossen hat. Mit einem Herzschlüssel übrigens. Mysteriös. Schlüssel zu ihrem Herzen. Übrigens, Chris, ich komme jetzt in deine Wohnung. Mit dem Herzschlüssel komme ich in deine Wohnung. Meine Wohnung? Ja. Und dieser Witz wird so schlecht sein, dass du... Das, sagen wir so, du wirst dasselbe Gesicht machen, wie wenn du was richtig Saures gegessen hast. Ich komme in deine Wohnung, ich komme jetzt nämlich in den Keller. Oh, ja, genau. Ist das überhaupt ein Witz? Nee, es ist die pure, ekelhafte Wahrheit. Oh Gott. Sind wir scheiße heute. Ja, aber wirklich echt witzig, so bei Sherry Cutscene, wir beide schmatzen da so vor uns. Vor allem so wirklich schön, weißt du, der Zuschauer, ne? Sieht so, Cutscene, links dein Geschmatze, links meine Schokokrossis, ne? Denkt sich auch, oh Gott, Alter. Halt doch mal die Fresse. So. Das haben wir ja getan. Also wir sind, ja. wir sind schon ruhiger als im Remake. Definitiv. Denn ne? das Spiel verdient das. Und immerhin bringst du keine Schleichwerbung hier rein. Gibst du, bald wenn ich mehr Viewer hab, dann bekommt das Hasture Trainingscamp, dann bezahlen die mir Werbung dafür. Ich habe gerade einen Exklusivvertrag mit Wernes Grüner unterschrieben, tut mir leid. Ach, scheiße. Also könnte bald mal Bier aussuchen, was einigermaßen gut schmeckt? Meine Fresse, das Geld stimmt halt. So, wollte ich jetzt hin? Ich wollte in den Keller. Da gehe ich nicht hier lang. Du verwirrst mich wieder mal mit dem. Hast du Röder, ist glaube ich ganz okay. Hast du Röder, ja. Wird auch ganz gut verkauft bei uns immer. Mhm. Kann man eigentlich rein theoretisch bei den Kölsch kaufen? Ich weiß, es ist ein Kölner Bier, ich bin Kölner, aber ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen von Deutschland aussieht. Nicht wirklich. Gar nichts? Auch nicht Reisdorf oder so? Kannst aber hier auch kein Berliner Kinde kaufen, glaube ich. Doch. Ja?
Okay, also, dann kannst du besorgen. Mein Vater hat einen Getränkemarkt. Ich komme da ran, aber. Okay. Ich weiß, was du meinst. Aber genauso gibt's nur in Kölner Nähe, also in Holland Nähe, bla. Ne? Ja. Oder in Holland selber. Natürlich. Da gibt's dann noch exotische Sorten wie, was weiß ich, Käse oder was weiß ich. So. Käsebla. Käsebla. Ja komm, was ist denn Holland? Was ist Holland? Kiffen, Käse, Franzi von Almsick. Scheiße. Zurück mit dir. Ja. Obwohl, nein, geh weiter. Das hab ich bei mir auch gemacht. Wenn du von unten nach oben wieder kommst, kannst du es immer noch einsetzen. Das habe ich bei mir auch so gemacht. Hab ich auch vergessen. Ja, stimmt. Kommst du aus der geil, wie du. Ich fand's gerade geil, wie du einfach nur wusstest, was ich gedacht habe. Ja, na klar. Ein Spiel, zwei Gehirne, Mann. Oh, scheiße, die Hunde. Geh mal erstmal hinten lang. Da hinten liegt Munition. Niemals. Doch. Nein. Bei Leon liegt ja Munition. Verdammt. Und zwar Gewehrkugeln. Ne? Da liegen aber eigentlich auch Säuregranaten rum. Die Säuregranaten sind in dem Raum drin, meine ich hier. So, runter geht's. Dann geh halt runter, du Arschloch. Ja, mach ich jetzt auch. Hunde, ich hasse sie. Die haben wir hier noch gar nicht gesehen auf dem Schwierigkeitsgrad. Oh je. Verdammt, ich weiß noch, wie stark die auf dem Battle waren. Bam! Ein Schuss. Denk dran, drei Tritte und du bist tot. Ich weiß. Die sind jetzt Battle Mode Schwierigkeit. Damn. Tut's richtig wieder spannend. War schon richtig langweilig hier. Ja. Nur unsere Schmatzgeräusche und Bierwerbung. Das geht ja nicht. Oh, Alter, wie viel Kugel hab ich jetzt zu verbraten? Bisher waren das ganze 7. Das ist ja noch normal. Ja, klar. 8. 9. So, ab 12 Kugeln wird's komisch. 10. Also, dann wird's nicht mehr normal. 11. 12. Ja, jetzt ist Nightmare angesagt. 13. Ein ganzes Magazin fressen die Viecher. Weißt du, was scheiße ist? Es hängen hier noch zwei rum und die muss ich triggern. Jo. Du musst die müssen dich sehen. Was machst du? Auf einmal, das Problem ist, ich krieg zwar auf einmal nicht. Warum bist du, hast du dich umgedreht? Du hättest rückwärts laufen müssen und schießen. Ist mir auch gerade. Du bist ja wieder rausgerannt. Das bringt ja nichts. Ich wollte gerade bloß gucken, ob ich wirklich beide auf einmal triggere. Ja, klar. Der eine ist ja oben, also der eine ist jetzt links und der andere ist rechts. Daher, du musst einfach wieder ein Stück Schritt zurückgehen und schießen und dann. Jetzt. Geh zurück. Warte. Der kommt. Kannst die Waffe. Ich würde die andere Perspektive nehmen. Okay. So. Jetzt musst du einfach den Takt halten und nachladen. 4. 5. 6. 7. An die gerade die Abonnenten, die ihn disabonnieren jetzt. 9. Das Geile ist, ich hab dem einen gerade den Kopf zerschossen, hast du gesehen? Alter, what the fuck? Geht das? Der eine ist tot oder wie? Die haben einfach Angst vor mir und sagen, komm, ist okay. Nee, jetzt im Ernst, der eine ist tot? Ja klar, siehst du? Der eine liegt da ohne Kopf, siehst du? Da ist der eine Kopf, der hat keinen. Ich hab noch nie in Resident Evil 2 einen Hund den Kopf abgeschossen. What the fuck is going on? Du kannst es dir gleich nochmal rausholen. Ich zeig's auch nochmal jetzt ganz kurz in Slow-Mo. So. Siehst du? Du hast es vielleicht nicht gesehen, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich werde es ja mir eh wahrscheinlich nochmal angucken, alles. Jetzt gibt's hier auch einfach mal viele Kräuter. Awesome, ey. Die haben eindeutig den Kopfschussparameter erhöht. Das ist ja unnormal. Hier ist noch eins. Guck dir mal bitte mein Inventar an. Sieht aus wie eine Plantage hier. Ja, pack den Sack wieder ein.
Glaub mir, ich verkack schon früh genug.